Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead by Daylight. Und wie ihr hier seht, gab es ein Halloween Update. Und ja, ich würde sagen, ich spiele mal als Killer. Und da ich mir den gerade gekauft habe, spiele ich jetzt nicht als Michael Myers, das ist der einzige Killer, den ich gelevelt habe, sondern ich spiele mit Leatherface. Ein Kumpel von mir meinte nämlich, es war mega easy mit dem zu zocken und naja, ich will mich da mal selbst von überzeugen. Selbst wenn er nicht leicht zum Spielen ist, ist mir egal, ich will mir bei Dead by Daylight sowieso jedes DLC kaufen, das es gibt, außer den Original Soundtrack, den brauche ich nämlich nicht. Aber ich habe noch nie als der Wandler, also nicht der Wandler, als der Wandler spiele ich immer als der Kannibale gespielt. Ich bin auch gar nicht gut als Killer. Aber hier sieht man halt, hat man echt viele Gesichter, die man noch aufsetzen kann. Weil Leatherface weiß man ja aus Texas Chainsaw Massacre, dass er den Leuten das... hat sich... Alter, ich dachte gerade, mein Spiel hat sich aufgehangen. Dass Leatherface sich Alter, die sind alle rot. dass sich der Leatherface die Haut, also das Gesicht abzieht und sich das dann selbst überzieht. Ja, ich war jetzt gerade so richtig Brain AFK. Ich hoffe, das Spiel kackt mir nicht ab, weil, wie schon in der letzten Friday the 13th Aufnahme erwähnt, Easy Anti-Cheat mag mein Aufnahmeprogramm nicht. XSplit. Ah, mal gucken, mal gucken. Kann doch nur gut werden. Also zumindest kann es nicht schlechter werden, als ich es mir vorstelle. Im schlechtesten Fall stelle ich mir nämlich vor, dass ich gar keinen killen kann. Das Schlimmste wäre nur, okay, es könnte doch noch schlimmer kommen, und zwar, dass ich gar keinen töte, die alle entkommen und ich keinen einzigen sehe. Haben wir schon jemanden? Okay, damit hat sich das Schlechteste schon mal erledigt. Das war halt auch echt Unglück. Alter, ich habe die ganze Zeit falsch gedrückt. Ja, das hat jetzt voll so ausgesehen, als würde ich campen, aber ich hatte halt ASDX in der Hand. Und nicht WASD. Okay, ich habe in einem Video gerade, ich habe mir gerade eine Killerrunde angesehen von einem Typen und ohne Spaß, der hat so gut Fußspuren lesen können. Der hat auch den Leatherface gespielt. Hi. Ich dachte gerade, mein Killer hätte so ein Geräusch gemacht. Was? Kuckuck?
Come on, wo bist denn du jetzt? Fußspuren. Ach da. Toll, Steam hat ein selbstständiges Update. Ja, Steam hatte heute auch ein Update, aber Dead by Daylight auch. Jetzt stehen überall Kürbisse und Gräber. Na, jetzt weiß ich, warum Dead by Daylight nicht geupdatet hat, weil Steam ein Update hat, das es nicht gemacht hat. Scheiße. Die rennt ja fast so gut weg wie ich. Ach ja, und übrigens, die österreichische Mineralquelle Felslauer ist super. Felslauer, also ich trinke echt gern Saskia. Ich trinke gern Saskia und Römerquelle. Okay, ich wollte gerade sagen, du verreist ja schon fast die Österreicher. Weil ich nämlich weiß, ich fast keine Schweizer Quelle. Saskia, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich also Römerquelle ist mega gut, aber ich krieg, wenn ich jetzt. Okay, nochmal. Du musst mir ganz ehrlich sagen, dass Römerquelle was? Römerquelle ist echt super, aber wenn ich zum Beispiel jetzt am Tag 6 Flaschen wegsaufe, dann habe ich mega Magenschmerzen. Das habe ich bei Saskia nicht. Okay, interessant. Also ich bin ja gespannt, ob das Überleben mit Freunden endlich funktioniert. Ja, hoffentlich. Ich spiele gerade meine allererste Runde mit Leatherface. Aha. Hab mir den gerade vorhin gekauft. Und gleichzeitig noch eine Aufnahme dazu. Ja klar, hatte gerade richtig Bock aufzunehmen. Ja, wer sich fragt, warum ich gesagt habe, hoffentlich funktioniert Überlebe mit Freunden wieder. Wir wollten gestern schon eigentlich wollten wir gestern schon Dead by Daylight aufnehmen, haben wir uns dann aber doch für Freitag den 13. entschieden. Vorerst wollten wir es ohnehin nur zocken und aufnehmen ist ja später zum Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ging aber Überleben mit Freunden nicht und ja. Haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir Freitag den 13. spielen. Beziehungsweise ich hab's entschieden. Ohne Spaß, wenn du nichts gesagt hättest, dann hätte ich's vorgeschlagen. Aha. Ich hab mich nämlich seit Tagen wieder, seit Monaten wieder drauf gefreut, mit dir richtig zu zocken. Naja, prinzipiell, ja, also einmal DPD wir ja haben wir ja schon gespielt. Naja, richtig zocken ist halt zocken. Bisschen spielen, aber das war's dann auch schon. Ja, zocken. Sag das ich ja. Problem ist, ich, wer sich fragt, warum ich, warum so wenig Videos, DPD und Freitag den 13. Videos kommen mit mir. Die Sache ist daran, dass ich in letzter Zeit halt sehr viel arbeiten muss und das auch einiges an Freizeit. Also ich kenne ja Leute, die haben sich mega aufgeregt über das Bundesheer, war aber wenn ich gesehen habe, wie viel Zeit du hattest beim Bundesheer. Also im Bundesheer hatte ich ja sehr viel Zeit. Da haben wir ja mehr zusammengespielt als jetzt. Am Monster viel Zeit. Ich glaube, so viel haben wir noch nie zusammengezockt. Ja, fast jedes Wochenende, ne? Die ersten vier Wochen nicht. Wir hatten da generell so mega geregelte Zeiten. Am Anfang habe ich dich ja erst gar nicht angeschrieben, weil ich mir dachte, der wird ohnehin viel zu tun haben. Weil alle sagen, Bundesheer ist so anstrengend. Und dann, glaube ich, Dienstag am Abend immer so ein bisschen, dann Donnerstag. Ja, also meine Zeiten, die waren ja so, Montag hatte ich. Ich habe gerade irgendwo jemanden Dienstag hatte gehört. Ich. Also Montag hatte ich spät. Spätdienst, Dienstag hatte ich Frühdienst und dann Mittwoch wieder Spätdienst und dann bin ich halt wieder immer von Dienstag auf Mittwoch habe ich dann zu Hause, war ich dann zu Hause, habe ich nach Hause gehen können und ja. Deswegen haben wir so wir haben am Dienstag spielen können, dann am Donnerstag und am Freitag halt. Und dann Samstag und Sonntag haben wir sowieso viel gezockt. Ja.
Da haben wir fast das komplette Wochenende durchgezogen. Ich glaube, da haben wir manchmal sogar schon so um 2 angefangen und dann so bis 8 oder so gezockt. Nee, also über das Bundesheer braucht man sich echt nicht beschweren. Do you watch Dragon Ball Super? Oh. Vor allem während der Bundesheerzeit hatte ich echt viel mehr Zeit als sonst. Das liegt auch nur daran, dass ich in der Betriebsstaffel war, in der Cafeteria. Ein und Kumpel da halt... von mir war auch in der Cafeteria, aber da hatte nicht mal Zeit anzurufen. Lol. Ey, du hast ohne in der Betriebsstaffel, wenn in der Cafeteria in der Betriebsstaffel bist, da hast du so viel Zeit. Ohne Spaß, warum ist denn gerade unter mir ein... Also DBD hatte bei mir immer noch kein Update, ne? Nur Steam. Da ist er! Ich hab dich gefunden! Yeah. Ja, ohne Spaß, ich hatte jetzt gerade vorhin so richtig super die ganze Zeit so 2 oder 3 Leute im Griff. Und irgendwie jetzt gar nicht mehr. Jetzt hatte ich dann gerade noch Glück, dass der eine da irgendwas versaut hat, weswegen unter mir was explodiert ist. Und dann dachte ich halt, das kann nur im Keller sein, wenn es unter mir ist. Alles klar. Was hat denn der vor? Hashtag no product placements übrigens, wollte ich dazu noch sagen vorhin. Lol, da hat eine voll geile Kiste mit so leuchtenden Kürbissen drauf. Lol. Gibt's also so special Halloween Items? Dann okay. Müssen wir nämlich auf Item Hunt gehen. Ja. Findet man die im Spiel oder musst du die im Blutnetz freischalten? Ich vermute beides, wa? Da ist die Luke. Okay, somit hätte ich jetzt schon, wenn jetzt der eine nicht beide rettet, habe ich 3 Typen getötet von 4. Oh, ist doch gut. Okay, der Killer hat einen richtig gravierenden Nachteil. Okay. Und zwar, wenn man gestunt wird durch eine Wand beim Chargen mit der Kettensäge, dann verfällt er in so einem totalen Anfall und ist nur noch am Rumschlagen und du kannst nichts tun. Okay. Ja, der letzte ist entkommen wahrscheinlich. Ich frage mich, warum der noch nicht entkommen ist. Will der den retten oder was? Wahrscheinlich. Oder will der zu meiner geilen Luke hier?
Okay, 3 unbarmherzige Killer. 3 von 4. Und ich habe nicht gekannt. Okay, ja, ist doch gut. $15.000 habe ich bekommen. Erledige 6 Überlebende mit der Kettensäge. Weißt du, da steht mit der Kettensäge. Ich habe gerade 3 oder 4 oder 5 Typen mit der Kettensäge umgehauen, also 3 oder 4 oder 5 Mal. Und ich habe einfach 0 von 6, weil ich es mit dem anderen Killer machen muss. Wir könnten da dann ruhig dazu schreiben mit dem, wie mit dem Krüppel. Wie heißen der noch schnell? Kettensägen-Billy. Nee, warte, Das war der Kettensägen-Billy. Warte, ich guck gerade. Der Hinterwäldler. Ja, ich sage ja, Kettensägen-Billy. Weißt du, dann einfach da weg, Kettensäge weg. Fange 4 Überlebende mit Bärenfallen. Nächstes, was ich wegtun kann. Okay, Leatherface gefällt mir, also ich glaube, den werde ich mal ein bisschen leveln, wenn ich meine Mac wieder fertig habe. Ja, auf jeden Fall. Da ist dein. Oh ja, ich lade ein. Warte kurz. Can we create artist shipwrecks? Überlebe mit Freunden. Finger kreuzen, Leute. Ja, hoffentlich funktioniert's. Nein! Oh mein Gott! Und? Also, als du gerade Nein geschrien hast, hatte ich schon Angst. Oh! Guck mal, wer da ist! Es funktioniert! Genial! Ah, guck mal einer an, ein richtig seltener. Es funktioniert wieder. Auf welcher Perkstufe bist du jetzt? Was meinst du? Ich meine auf Prestige-Stufe. Prestige 1. Sagst du Bescheid, wenn du auf 2 gehst? Ich geh erst auf 2, wenn ich genug habe, um den Mac nochmal auf 50 zu bringen. Das ist ja langweilig. Habe ich aber so entschieden. Und außerdem bin ich mit meiner Mac noch nicht mal fertig. Mir fehlt noch immer ein Perk. Ich nehme eine Taschenlampe mit. Ich geh jetzt mal voll steil, war und nehme ein. Ich nehme eine Toolbox mit einem Zahnrad und 15 Einheiten und gebe uns, gewährt 100% zusätzliche Blutpunkte in allen Kategorien für alle Spieler. Yay. Bereit. Okay, Leute, ja. Ich würde sagen, ich pausiere dann, bis wir ein Match gefunden haben. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute, sind wieder zurück. Nico, was? Hinter dir! Ich weiß, lass mal da runter gehen, da ist eine Kiste unten. Ich hab ein Zahnrad, wa? Ja, da ist eine Kiste unten. Es ist Killerhaus. Wow, ich bin gut. Ey, ja, wisst ihr... Ich geh schon mal rauf. Ja, machst du mal. Lol, es ist so dunkel. Okay. Rede kurz und wenn du dann fertig bist mit Reden, muss ich mich konzentrieren, weil dann kommt alle 2 Sekunden ein Quicktime-Event. Mach. Okay. Scheiße, versaut! Ich habe aber ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Weißt du, was mir nicht gefällt?
Was? Dass ich bisher noch keine Heartbeat hatte, das gefällt mir nicht. Erstens das. Zweitens, dass ich den Killer bis jetzt nicht gesehen habe. Und drittens, dass noch niemand angehauen wurde. Vielleicht haben wir Glück und der Killer steht AFK rum. Das wäre ja langweilig. Okay, es wurde gerade jemand angehauen. Okay. Bist du noch beim Killerhaus? Ne, ich bin inzwischen schon, glaub, zwei Häuser weiter zu einer anderen Kiste gelaufen. Okay, ich hab jetzt den Generator fertig. Nice. Ich habe eine grüne Karte gefunden. Nehme ich mal mit. In welche Richtung bist du weitergelaufen? Dort, wo gerade der Verletzte ist, und ich hoffe, der Killer ist nicht hinter ihm her. Ja, das ist eine sehr gute Information. Kannst du mir sagen, wo der Verletzte ist? Im Kellerhaus. Lol, da ist ein Haken runter. Irgendwer hat manipuliert. Im Nicht-Killer-Kellerhaus. Da ist ein angetretener Generator. Ich setz mich da dran. Alter, hab ich mich gerade erschrocken vom Zylinder. Vom Generator. Kann das sein, dass die die Karte leicht verändert haben, weil das nicht gelaufen ist? Alter, Michael! Da. Alter, auf einmal kommt er um die Ecke und haut mich. Alter. Ja, wir haben Michael am Arsch, ne? Ja. Renn nur weiter weg von dem Haus. Ich repariere den Generator weiter. Ich heile mich. Wenn Michael jetzt hinterm Busch hervorkommt, schreie ich wie ein kleines Mädchen. Weißt du, aber das ist wieder so ein falscher Michael, Alter. Der was extra nicht stalkt. Ja. Um keine Heartbeat zu haben. Typisch. Ah, ich bin die Mega-Pussy vom Herrn. Es sind halt die typischen Noobs. Aber jetzt ohne Witz, haben die Karte verändert? Da ist total viel offene Fenster irgendwie. Bisher kam mir das noch nicht so vor. Ich sitze wieder an einem Chan. Und okay, dieses Mal so offen, dass ich Michael auf alle Fälle sehe. Ich muss jetzt gerade mal Gaming Mode anmachen, weil ganz ehrlich, ich sehe nichts, ne? Das ist schon viel besser. Ich wer sich fragt, was ich meine mit Gaming Mode, mein Bildschirm, der hat so einen speziellen Gaming Mode, wodurch ich die Kontraste ein bisschen besser sehen kann. Ich weiß, es klingt ein bisschen wie Cheaterei, ein bisschen wie leichte Cheaterei, aber es ist überhaupt nicht wirklich Cheaterei. Es hilft nur zur Visualisierung einfach besser. Das ist das gleiche, wie wenn man einfach die Bildschirmhelligkeit hochstellen würde. Ja, ich zum Beispiel habe in jedem Spiel die Bildschirmhelligkeit von meinem Laptop so hochgestellt wie geht. Also die Bildschirmhelligkeit direkt vom Laptop, nicht vom Spiel. Und wenn ich nichts zocke, dann habe ich die nur bei der Hälfte. Einfach nur, weil ich viel besser sehen kann. Ich habe jetzt den zweiten Generator fertig, ganz alleine. Nice, dumm. Das ist inzwischen der dritte, ne? Den einen habe ich ja weitergemacht, wo du weggelaufen bist. Okay, also war ich an dreien war ich beteiligt. Du hast keine Werkzeugkiste, oder? Nicht mehr, ich habe die gerade versemmelt gehabt. Ja, an drei warst du beteiligt, zwei hast du fertig gemacht, einen habe ich fertig gemacht. Und an dem anderen sitzt gerade ein Random dran.
Komm, hau ihn tot, wir müssen Maze machen. Wo bist du jetzt? Ich mach grad Totems bei dem Generator-Kellerhaus. Ach so, dann weiß ich jetzt, wo du bist. Ist da eigentlich ein Keller in dem Generator-Kellerhaus oder ist es das andere Generator? Das ist das andere Generator-Kellerhaus. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Nicht, Du dass du meinst jetzt voll jetzt. verwirrt bist. Also das Haus, das keinen zweiten Stock besitzt und da, wo normalerweise der Keller mit dem Gen unten ist. Ach, da bist du. Ah, hi. Hallo. Warte, warte, warte. Hallo. Weißt du, ich frage mich, gibt's eigentlich keine Emojis für Hallo und so? Hallo, Der hallo. Killer ist da. Nee, die gibt's nur in F13. Ey, der Typ will mich doch verarschen. Der cheatet doch. Ich mach den Chen weiter. Hast du Adrenalin? Nee, aber so was Ähnliches. Sowas Ähnliches. Ja, ich muss halt über Hindernisse springen. Also ich hoffe jetzt stark, dass er mich verloren hat. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder zu mir kommt. Hab Heartbeat. Ja, ich auch wieder. Okay, eins weiß ich, er guckt mich nicht an. Ich habe total vergessen, dass ich den Katzenperk habe. Okay, der kommt irgendwie nicht hoch. Er schaut Schränke durch. Okay, jetzt weiß ich, wo der ist. Wenn du wüsstest, wo ich gerade sitze, ich sitze mitten im Gras. Siehst du mich, Neko? Nee, ich kann grad nicht. Ich muss gerade aufpassen. Guck mal nach unten. Gleich, warte. Dort, wo du stehst, einfach nur nach unten gucken. Ja, ich sehe dich. Warte, ich komme mal zu dir. Alter, mit Perk-Chan hätte es funktioniert. Ich sitze mitten im Gras. Okay. Okay, lass mal zu dem Ausgang da hinten gehen. Oh, er guckt her, er guckt her, er guckt her, er guckt her, er guckt Ja, der ist her. hinter uns, aber. Ja, das heißt, er stalkt wahrscheinlich. Ja, ist jetzt gerade das ein Haus rausgekommen. Jawohl, Ausgang ist offen. Komm, wir könnten alle vier entkommen. Ich mach noch ein Totem. Ich reiß ab. Da will mich auf Stufe 3 hochstarten. Weh, du stirbst jetzt, wa? Das wäre komisch, wenn der mich jetzt schon finden würde. Es gibt einen Perk, ne? Wenn du der letzte Überlebende bist, sieht er dich für 3 Sekunden. Ja, Die, für drei de, da, Sekunden. bei de, da, wo du gerade bist, ist das Ausgangstor auf links. Links? Links. Da. Nice, wir sind alle vier entkommen. Und ich habe eine Karte mitgehen lassen. Obwohl der Typ die ganze Zeit nicht gestalkt hat, haben wir gewonnen. Ja. So ein schlechter Typ ist das. Lol, und gleich verlassen. Ja klar, ist ja auch Matt. Alter. Ich stehe voll auf das Halloween-Update. Das Halloween-Update hat aber irgendwie alles dunkler gemacht, finde ich. Echt, findest du? Ja, ich Scheiße, habe der echt nimmt fast mir nichts mehr jetzt das gesehen im Perk Dunkeln. weg. Oh, ii.
Kannst du da wieder ein Anime-Girl drüberlegen? Natürlich. Danke. Alter, das Blutnetz, das ich gerade habe, ist der letzte Hast du eine Rotz. Werkzeugkiste? Eine nur noch. Ja, willst du tauschen gegen eine Karte? Nee, das ist ein lilanes. Das will ich nicht gegen eine Karte tauschen. Und gegen einen Mata-Schlüssel? Gegen den würde ich tauschen. Okay. Hast du noch Add-ons für die Kiste? Ich kann gleich mal nachgucken. Also, ich habe noch genau ein Alex Werkzeugkiste. Und was willst denn du so für Add-ons haben? Was hast du denn für Farben? Ja, die Farben sind ja irrelevant. Was für Nee, Bohne nee, willst du drauf haben? was hast du Ein jetzt für Farben? grünes, ein violett, also ein rosanes, Ja, das ist das Zahnrad, oder? zwei, vier, fünf gelbe und drei braune. Aber was willst du drauf haben? Willst du da Sabotage oder Was Reparatur hast du bei drauf der haben? gelben? Sabotage und Reparatur. Tust du eins von beiden rein? Beides meine ich. Einmal beides. Und du kriegst die Lesefähigkeit von 24 Metern im Umkreis, also du siehst die Auren von den Überlebenden im Umkreis von 24 Metern und erhöht leicht den Aura-Radius. So, und dann entscheide. Ne, jetzt bist du mal dran mit entscheiden. Okay. Autoheaven Schrottplatz, Coldwind Farm, Larrys Gedenkeninstitut, Haddonfield, Roter Wald, Blackwater Sumpf, Okay, warte Cortus mal. Brenn, McMillan Anwesen. Warte mal, gibt's, ich möchte nur wissen, bei Larrys Gedenkeninstitut, Ja. gibt es da irgendeinen Effekt, der irgendwie die Auswirkung hat? Sowas wie Nebel oder Mondlicht. Ja, Nebel wird ja nicht viel bringen. Ich meine, ja, es ist halt neblig, aber was will, aber es ist halt in einem Raum, ne? Und das dunkelste Mondlicht bringt dir halt nichts, weil da in dem Krankenhaus sowieso Licht leuchtet. Das sind ja die Glühbirnen an. Okay. Dann hätte ich gern die Cortus Ben hast du nicht, oder? Cortus Brenn habe ich. Okay. Ich muss aber kurz gucken. Warte, Cortus Brenn hätte ich sogar in Gelb. Und dann nimmst du das Gelbe. Oder ich mache einen Opferhaken weniger. Nee, das Nee, bringt nichts. ich nehm Cortus Brenn. Das nehme ich nur, wenn ich keine Ahnung habe, was ich für Abvergabe nehmen soll. Hast du was vergessen? Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt nämlich bei 33 Minuten der Aufnahme. Alles klar. Ich danke euch fürs Wir sehen uns bei der Zuschauen. nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Dead by Daylight wieder ein. Ciao. Tschüss.